So, hi Leute und willkommen zurück zu Remember Me. Hier haben wir eine Lin. Da sind wir reingekommen. Durch den Gullideckel, der jetzt irgendwie viel größer aussieht als von oben. Und wir begeben uns jetzt in die Bastille. Das Wartungsgebiet hier übrigens. Also hier nicht reingehen. Was? Achtung, im Bau. Na, ist noch alles im Bau hier. Gefahr, Drohnen bei der Arbeit. Baustelle, Gerüste im Bau. Nicht verwenden. Schade, ich kann sie wirklich nicht verwenden. So, schauen wir mal. Hey, Bisamratten. Ich hatte auch mal so eine Rennratte. Hab ich ja gegessen. Du holst mich da raus und nun willst du, dass ich mich wieder reinschleiche? Die Terroristenbewegung zählt auf dich, Nillen. Hack dich in diese Server und befrei ihre gestohlenen Gedächtnisse. Und dein eigenes. So steigen wir aus der Asche und schlagen zurück. Da seht ihr es. Warnung, Schutzhelme müssen stets getragen werden. Finde ich gut, ich habe keinen Helm auf. Entschuldigung. Hat jemand meinen Helm gesehen? Drohnen. Und diesmal keine Reminiszene, die hilft. Ja, das ist gefährlich. Okay. Hä? Ah ja. Oh oh. Bam. Wieder unsichtbarer Typ. Natürlich, was sonst? Ich brauch mehr Fokus. Ich muss jetzt nicht. Ihr Pennerviecher. Ja. Ich will Sense in Raserei. Bam. Oh Gott, hey. Okay, das ist total schief gegangen. Das war auch schlecht. Da habe ich total verkockt. Das ist mal wieder typisch Ballas. Yep. Hier schon wieder. Hilfe. Der trägt ja rosa. Zack. Oh mein Gott, er ist verletzt, das ist gut. Jetzt haben wir ihn fast. Okay. Sensei Dos. Und jetzt gibt's aufs Maul, Leute. Komm, hopp. Sag mal, wie viel hält der Typ aus? Bam. Achso, ja. Komm, hau sie. Hau sie weg, Lille. Zack, komm. Gib ihm. Ja, Heilhiebe. Und hier. Also. Hau ihm was von Latze. Ey.
ist der nächste. Da seid ihr alle hin. So. Ah, da ist noch einer. Okay. Ich glaube, ich habe alle. Scheißviecher. Da ist schon die 8, das heißt, die 7 haben wir irgendwo übersehen. Das ist mal wieder ein super Zeichen. Eine durch Leaper zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch, das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Drohnenerfassungsmodul. Ein Sensen-Plugin erlaubt es Ihnen, das Sichtfeld von Drohnen zu sehen. Yay! Gott sei Dank. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Hier sind die Fliegen zu hören. Das ist voll eklig. Eindringlinge werden verhaftet. Ah ja. Ich könnte also auch nochmal hoch, runter. Aber wollen wir das? Ich glaube nicht. Muss ich das irgendwie aktivieren? Scheint nicht so. Okay. Achtung, Drohnen bei der Arbeit. Okay. Kriegt mich niemals. Achtung, Drohnen bei der Arbeit. So, hier haben wir wieder was. Gut. Zell andocken läuft. Oder irgendeine rote Tür. Huch, ah, hier. Hey. Gefunden. Zell andocken läuft. So, wo geht's hier weiter? Huch. Entschuldigung, ich wollte nicht in deinen Sichtfeld laufen. Ah, da. Hep. Zell andocken läuft. Und hüpf. Die Bastille. Das Gefängnis mit menschlichem Antlitz. Was für eine Lüge. Blinde Maschinen zur automatisierten Verwaltung. Zell andocken läuft. Der Geruch. Der Lärm. Das macht mich fertig. Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden. Zell andocken läuft. Okay. Hallo. Oh, diese Kamera gerade, das ist... Zell andocken läuft. Okay, dann nach oben. Na. Zellen docken an. Zell andocken läuft. Ah ja. Ist da lang? Dann können wir da rein. Vielleicht ist da oben noch was. Bevor wir da irgendwas machen. Oh, das ist ja hier. Jetzt haust du mir die Kamera wieder so. Das ist ein bisschen scheiße, dass die Kamera mir jetzt hier sagt, ja, das machen wir nicht so. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Vielleicht hätte ich mich von der anderen Seite oben drauf hocken können. Diese Zelle. Irgendwie. Diesen Ort. So hoffnungslos. Als ob man nie weg könnte. Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie tief bin ich gefallen? Hey Schwester, Nillen, dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. Muss ich hier so Stealth-Action-mäßig mich durchschleichen?
Hilfe. Gefangener ruht sich aus. Das finde ich gut. Dass die auch mal ein bisschen Zeit zum Ausspannen kriegen. Schauen wir mal. Haben wir da hinten noch was? Hallo? Scheint nicht so. Ah, doch, hier. Haha. Die Geschichte von Neo Paris. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen nach vorne rein. Uiuiui. Knappes Ding. Aber der Ballast schafft das. Yay. So, einmal hier die Türe aufmachen. Hat sich in Slum 404 ein schrecklicher U-Bahn-Unfall ereignet. Seltsam, da in diesem Bezirk seit fast 50 Jahren keine Bahn fährt. Erneute Sabotage von Edge und seiner kleinen Freundin? Oder will dieser abgeranzte Bezirk mit einer Geisterbahn Touristen anlocken? Was auch immer, es ist eine Sensation. Und Maggie hat's zuerst gewusst. Ja, Maggie weiß immer alles zuerst. Exklusive Neuigkeiten. Wie ich soeben aus inoffizieller Quelle erfuhr, hat sich in Slum 404 ein schrecklicher U-Bahn-Unfall ereignet. Ja, diese ganzen Einblendungen hier ein wenig nervig, aber Maggie hat es zuerst gewusst. Technik. Kann mir was kaputt schießen. Das könnte helfen, meine ich. Hallo. Ah. Okay, das bringt mir aber nichts. Hier sehe ich nur, wo ich was finden könnte. Irgendwo in einer Ecke oder sowas. So. Okay. Lauf, Nille. Alle Überfallkommandos beim nächsten Panoptikum-Koordinator melden. So, dann fliegt der da rum. Dann kann ich mich da lang rumschleichen. Bitte kontrollieren und hier runtergehen. Uiuiuiui. Okay, ich bin nicht verletzt. Sehr gut. War genauso geplant. Na dann machen wir hier mal die Tür auf zum Verwaltungsbüro 1. Sehr runtergekommen hier alles und es arbeitet hier anscheinend keiner. Vielleicht auch doch. Ha, Sergeant Vaughn. So sehr ich Ihre Leistung zu schätzen weiß, ein Mindeststandard ist bei den Probanden, die Sie anbringen, dennoch erforderlich. Ich brauche gesunde Exemplare, keine Halbtoten. Ja, ja, schon gut. Füll das blöde Formular aus. Terminhinweis. Madame und Dr. Quaid werden zum Gerade rechtzeitig. Ich werde Madame von Ihrem Niveauverlust berichten. Mal sehen, wie sie das findet. Oh Mann, wirklich? Das wäre einfach toll. Arsch. Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. Seine Bugs, versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse, sonst kommst du nicht an Madame ran. Okay, danke für seine Erinnerung. Hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Yeah. Das hört sich an, als müsste ich da vielleicht ein bisschen was rauscutten. Mal gucken. Mal schauen, ob wir... Das ist sie! Bam! Wo kommst du denn her? Da kommst du jetzt in Raserei. Jetzt gibt's hier was, Jungs.
hier. Das war's, Jungs. Oh, nochmal eine Sendung raus. Auch noch ein paar. So, das war einfach. Komm her. Ja, blockiert mir den Weg. Das wird euch nur nicht helfen. Ja, spring halt über ihn drüber, Lille. Und nochmal eine Raserei. Raserei ist irgendwie das effektivste hier im Spiel, muss ich sagen. Ach, da ist noch einer. Ey, du lebst ja noch. So. Hey, mein Kleiner. Ich brauch was von dir. Das ist für alles, was du mir angetan hast. Und das... für alles, woran ich mich nicht mal erinnern kann. Sehr gut, Schwester. Du hast die Schlüssel zum Königreich. Die Bastille gehört dir. Teilweise ist aber in den Cutscenes der Sound ein bisschen verzogen, habe ich das Gefühl. So, jetzt müssen wir Madame finden. Schauen, was das für ein hässliches, abgeranztes Monster sein wird. Hier lang? Nein? Okay. Dann bestimmt da lang. So, so war es, ja. Verwaltungsbüro 2. Jetzt muss man natürlich erstmal mit einer Reminiszenz hacken. Das ist voll logisch. Das mache ich auch immer so, wenn ich zu Hause bin. Muss ich mich auch immer erstmal alles ändern. Enforcer Verwaltung, beschränkter Zugriff. Das Enforcer Hauptquartier. Oh. Hier Offizier 1242. Konfrontiere Flüchtling. Der Junkbolt durchbricht den Schild des schweren Enforcer. Drücken Sie... ja, ja. Ich glaube, eine Sensenraserei durchbricht auch alles. So. Ich glaube, das hätte sich erledigt. So, haben wir hier irgendwo was? Zwei Türen. Die Kleiderkammer. Was haben wir hier? Trainingsraum. Gehen wir erstmal in die Kleiderkammer. Gehen wir uns ein paar Klamotten holen. Da wieder eine Erinnerung. Ich werde später mal wieder einen kleinen Erinnerungszwischenpart einfügen. Da geht es auch zum Trainingsraum. Das ist der Trainingsraum. Hier kann man bestimmt voll gut trainieren. Achso,